Let's Play von 2019 mit dem Rennen aus, mit dem Wochenende aus Monaco. Ich quatsche jetzt gleich weiter, Moment. Der Grand Prix von Monaco steht an und wir starten das Wochenende mit dem heutigen freien Training. Das ist nicht gerade die einfachste Strecke. Für die Teams bietet die Session also wertvolle Zeit und die gilt es zu nutzen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. So. Also, nochmal, herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2019. Ja, für längere Zeit, was die Streams anbetrifft, wird es auf jeden Fall mal eine Pause geben, Minimum 2 Monate. Gründe, Samstag bin ich raus, hat leider nicht ganz so funktioniert, auch organisatorisch einfach nicht. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Und sonntags habe ich erstmal eine kleine Sperre. Ein Rennen auf jeden Fall erstmal, das liegt daran, dass halt alles nicht so gelaufen ist in Bahrain, wie ich das wollte. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Ja, wird alles trocken. Ja, das hat natürlich nicht alles so gelaufen, wie ich das wollte. In Bahrain habe ich mir deutlich mehr erhofft. Ja, das ist leider nicht so ganz gelaufen. Und zu Recht die Strafe, definitiv, muss ich sagen. Ich möchte gar nicht diskutieren drüber. Dass es so passiert. Und ja. Und danach die. Dann erstmal 2 Wochen Pause. Also Kanada fällt aus, 2 Wochen Pause. Dann habe ich Spätschicht leider, genau. Und dann sind es 5 Wochen Pause Sommer wegen Sommer. Dementsprechend sind das 2 Monate Rennpause. Voraussichtlich weiß ich nicht, wie die Schichten danach ausfallen. Ja, ist es, wie gesagt, leider nicht so mal da. China war nicht so gut und Bahrain war eine absolute Katastrophe. Wie gesagt, deswegen auch die Strafe zurecht. Am Freitag wird, also heute Nachmittag oder Abend wird noch ein Streamchen kommen. Zur League of Champions, auch wenn ich definitiv nicht da reingehöre für mich. Vor allem auch nicht auf dem letzten Rennen, das war ja eine absolute Katastrophe von dem Zettelstrecke her. Aber ist nicht schlimm. Ich fahre auch nur wirklich ersatzweise dann sonst zwei, sonst die Liga. Ja, ich fahre antreten dürfte, ist das in Ordnung. Was das war, ich schaue es tatsächlich doch für die Liga. So. Ja. Das war dazu. Samstag wird so schnell keine Rückkehr kommen auf, auf die Strecke. Nachdem ich den Streifen von meiner alten Liga getrennt habe und jetzt ein, 2 Ligen durchprobiert habe, wo es auch wirklich für mich nicht klappte und für mich nicht passte. So, Perez als 14.9, die Zeit werden wir nicht knacken. So, ja, jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen auf Monaco. Die Strecke erfordert viel, viel Konzentration. Weil die sehr, sehr eng ist. Ein kleiner Fehler kann das entscheiden. In der Sonntagsliga bin ich hier 6er geworden nach einem guten Rennen. Weil ich sehr zufrieden bin, auch viel Glück gehabt, ja. Aber immerhin durchgekommen. Aber jetzt. Konzentrieren als 14.9. Müssen wir 1,2 Sekunden holen an der Perez. Mal gucken, ob wir die noch gefangen geholt bekommen.
sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, jetzt funktionieren aber zweimal die Bremsen noch. Die haben im Bahrain ja gar nicht funktioniert. So, es wird noch mal besser geben. Führung von Perez und Hülkenberg. Und es war nicht ganz unwichtig, vor dem Toro Rosso da rauszukommen. Und hier diese enge Gelöfskurve. Haben Sie eingangs erwähnt, dass man hier eine spezielle Zahnstange braucht, um überhaupt um diese Kurve rumzukommen. Ist ja quasi mehr oder weniger auch ein Heimrennen für uns. Weil Monaco liegt ja auf französischem Boden und Frenos ist ein französisches Team. Aber ich glaube, der nächste Grand Prix, der nächste Heim-Grand Prix geht ja erst in 2 Wochen dann. Nächste Woche ist Kanada und dann geht es weiter mit es wird uns eine neue weitere Bestzeit geben. 13 und 8. Und da müsste es ja eigentlich noch Le Castellet geben. Und da wollen wir natürlich triumphieren, klar. Französisches Team, französischer auf der französischen Strecke. Warum nicht? Schauen wir mal, ne? Aber jetzt wollen wir erstmal hier Monaco so erfolgreich wie möglich absolvieren. Mittlerweile mag ich diese Strecke tatsächlich. Wir sind noch ein Platz 6 in der Liga. Meine bis dato letzten Punkten. Ich höre mir gerade auf, ich habe gar kein Fettgemisch drin. Also wir könnten hier tatsächlich ohne Ende fahren. Werden wir auch tun. Da kam der Teamkollege raus, Vettel. So, wir sind wieder in Runde 6. Viel, viel Fahrbetrieb für uns. So, könnte nochmal eine neue Bestzeit geben. Wo können wir die 12er-Zeit kriegen? So, das wird jetzt ein Racing Point für uns sein. Perez ist es. Jetzt schöne Windschatten hier. Und das wird eine neue Bestzeit geben. Und zwar eine 13.2, wenn ich es richtig gesehen habe. Die müsste irgendwo gefallen sein gerade. So, ich melde mich gleich zurück, ich hole mir kurz einen Kaffee.
Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Magnussen und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, hat einen Moment gedauert. Ja. Zumindest im Training als erst die schnellsten. So, jetzt habe ich meinen Kaffee auch. So. Gut. Spät haben wir es. Okay. Zeit genug noch ein bisschen. Okay, Training 2. Auf geht's. Gut. Ja, fahren wir nochmal auf Medium. Die liefen doch relativ gut. Fahren wir mal noch ein bisschen. Schönes Wetter tatsächlich hier. Kaum Wölkchen am Himmel. Ist auch kein Regen vorausgesagt dieses Wochenende, das ist sehr gut.
jetzt geht's schön in den Tunnel. Und dann geht's hier raus Richtung Hafen. Von dunkel in das schöne in das Sonnenlicht. So, ich habe jetzt gerade nicht geguckt, weil die beste gesetzt haben. Wir sind aber schon drunter. Okay, you're in the top 10. 14-1. Dass sie keinen Flügelschaden holen, das passiert ja sehr, sehr schnell. Ich glaube, da hat sich gerade beim Getriebe verabschiedet. Ich glaube, da hat sich gerade das Getriebe verabschiedet. Hast du das richtig gesehen? Fühlt sich zumindest so an. Das können wir nach dem Rennen rauswerfen. Neue Bestzeit wird es geben, aber wir könnten theoretisch noch einen Motor reinbauen nach dem in dem Training hier. Schön um diese enge Kurve rum. So, könnte das nochmal neu. Mit 12-9. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Hier sind wir 13-2, sind wir 12-9 gefahren. Okay, da hat es schön Zeit gekostet. Ist zu schnell gewesen. So. Runde 6. Ja, den Schwung kann man gerne mitnehmen.
nachher haben wir hier noch das dritte freie Training vor uns. So, ab in die Garage zurück. Neue Flügel tauschen. Car repairs have set us back a little. So. Oh, warte mal. Wir können ja noch was, wir müssen was einbauen. Der hat auch schon. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Vettel und Lukas Weber. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Wieder vorne, beide Autos, sehr gut. So, rein ins dritte freie Training. So, dann gehen wir. Oh, wollen wir mal auf Rot gehen? Na dann, auf geht's. So, auf geht's. Wir sind mal eben gefahren. Gucken, ob wir die Zeit noch knacken können. Auf Gelb. Gut, das sollte dann kein Problem sein mit Rot. Jetzt werden wir auch keine 6 Runden fahren. Vor uns ist ein Williams. Ja.
So, jetzt müssen wir an dem Auto erstmal vorbeikommen. Das ist in Monaco nicht besonders nicht einfach. Es gibt nicht viele Punkte. Boah, Alter! Ja, das war zu optimistisch. Da konnte er sich nämlich nicht entscheiden, macht er links auf oder macht er rechts auf. Wenn er sich die rechte Seite gesehen hat, war es dann zu spät. Ja, ich habe gar keine Chance mehr, musst du am... Ja, ja. Ja, der Flügel, der ist auf jeden Fall hin. Meine Vermutung. Naja. Ja. So. Gut, da probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir einen Teamkollegen klar vor uns. Und dann auf 6. Hier lasse ich jetzt mal. Ja, gut, der fällt auf hart. Die werden wir, glaube ich, hier nicht brauchen. So, es rutscht runter auf 7. Und die Zeit, die wird uns richtig kosten. Die kostet uns richtig Zeit. Ja, ich komme noch nicht vorbei im Auto, das ist das Problem. Aber das ist halt Monaco, ne? Selbst im Training hängst du dahinter fest. So, jetzt bin ich zumindest an meinem Teamkollegen vorbei. Und kann mich jetzt ein bisschen absetzen direkt. Weißt du, diese erste Kurve, wo es dann wirklich geht. Okay, wenn man mager fährt, kann man auch nicht viel machen. So, verfett. Meine Mutter ist ja drin am Training 2.
Ich weiß, jetzt sind wir schön in dem nächsten Auto. Der hat uns jetzt aber mehr oder weniger ziehen lassen. So, dann muss es reichen für heute. Gut, unser Teamkollege wahrscheinlich auf hart gefahren. Die Zeiten. Nach 3 Jahren am Ende. Alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die 3 Bestplatzierten. Richter, Sainz Junior das wird doch und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hm. Gut. Dann war's das mit dem freien Training. Darüber. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Guck mal so, das stimmt schon wo und wo. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme die Kurven? Ja, ein bisschen gerutscht ist auf jeden Fall. Danke für den Kommentar. Was ich war in der Szene, wo war. Ja, doch, wo ich das Auto holen wollte. Eigentlich hat es so gut funktioniert, muss man sagen. Gut, dann war es das für heute. Qualifying gucken wir uns morgen an. Vorsage bleibt so und den Rest sehen wir uns dann morgen an. Bis dahin, tschüss.